Hey Freunde, Sonne. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Quadric Personal. Ich sag's direkt, ich bin leider jetzt gerade nicht draußen und gechillt durch die Landschaft, sondern ich bin gerade hier in der Küche und räume auf, beziehungsweise räume die Spülmaschine aus und dann wieder ein. Ja, ist vielleicht ich sag mal so, es ist hoffentlich nicht so nervig zum Zuhören, aber wisst ihr, eine Sache ist für mich wichtiger. Ich versuche die Zeit, die ich habe, sinnvoll zu nutzen. Und wenn ich gerade noch ein bisschen Zeit habe, warum soll ich die dann nicht nutzen? Weil ich meine, klar, ich kann jetzt halt nebenbei Musik hören, wie ich es gerade gemacht habe, bis vor ein paar Sekunden. Oder keine Ahnung, Stream schauen oder keine Ahnung, tausend Sachen machen. Aber ich kann eben auch etwas aufnehmen, was ich eigentlich diese Woche schon machen wollte. Ich meine, bei Quatsch mit Person habe ich immer gesagt, dass es spontan sein soll. Von daher geht das eigentlich noch. Aber Hauptpodcast-Ausgabe von letzten Sonntag, die ist leider ausgefallen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie wirklich ausgefallen ist, weil ich versuche vielleicht sie genau ja, in den nächsten Minuten noch aufzunehmen. Ich finde es sehr traurig, dass ich das diese Woche irgendwie nicht hinbekommen habe. Aber Louis hatte nicht die Zeit und ich weiß nicht, irgendwie ist es zeitlich sich überhaupt nicht ausgegangen. Egal. Was ich nur sagen möchte, ist, Quatschbrick Personal wird es nicht jede Woche geben. Denn dafür fehlt mir vor allem, ja, vielleicht nicht unbedingt die Zeit. Ich meine, ein paar Minuten hat man immer. Aber mir fehlen die Themen. Aber, in dieser Ausgabe möchte ich über etwas sprechen, was mir sehr wichtig ist. Und ihr wisst ja, falls nicht, erläutere ich es nochmal ganz kurz. Mein Discord-Server, also für die Leute, die Discord gar nicht kennen, die mit diesen ganzen, ich sag mal, Social Media und so nichts zu tun haben. Discord ist eigentlich sowas wie Teamspeak, sprich ein Voice und eben so eine Art Forum und Messenger. Das heißt, du kannst halt Leuten whispern, du kannst tausend Sachen in dem Sinne auf diesem Server machen. Und für mich ist Discord vor allem so eine Art Forum. Denn da gibt es eben verschiedene Themen, die habe ich in dem Sinne alle aufgelistet. Und zu den verschiedenen Themen schreibt man was oder postet man halt Dinge. Also Videos oder was weiß ich, Bilder, so in die Richtung. Und da ich gestern, beziehungsweise die letzten 2, 3 Tage einen extrem ja, anstrengendes Arbeitspensum hatte, war ich gestern Abend, beziehungsweise bin eigentlich immer noch ziemlich durch. Also ich bin ganz schön müde für meine Verhältnisse. Und ja, bin heute Morgen zum Friseur gegangen. Das werden die Leute, die den Stream heute Abend schauen, oder beziehungsweise wenn ihr auf YouTube hinterher schaut, werdet ihr das eben auch sehen können, meinen Stream mitschnitten. Und war dann in dem Sinne halt noch einkaufen etc. Aber bevor ich einkaufen wollte, habe ich mich erstmal zum Bäcker reingesetzt und gefrühstückt. Und versucht so ein bisschen einfach diesen Druck rauszunehmen, weil ich wirklich müde bin. Nur um das mal zu verdeutlichen, ich konnte gestern Abend, was war das, 78 plus 19 nicht mal rechnen. So. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, sind wir ehrlich, aber ich war wirklich so kaputt, dass ich weiß nicht, wie ich gestern überhaupt spielen konnte, also überhaupt Gaming irgendwie hinbekommen konnte, weil ich war wirklich müde. Und ich bin auch heute noch ganz schön müde. Und der Hauptgrund, warum ich jetzt über dieses Thema sprechen möchte, ist halt, weil ich während meines Aufenthalts beim Bäcker, als ich mal ein bisschen wirklich zur Ruhe gekommen bin, ein bisschen auf Spiegel Online auf der App ein bisschen durchgeschaut habe. Das mache ich immer, ich lese meistens eigentlich immer nur die Überschriften und überfliege es. Und nur das, was mich wirklich interessiert, das lese ich halt genauer. Und da ist mir ein Thema in dem Sinne aufgefallen, was eigentlich eine Art Beschreibung für eine Podcast-Ausgabe von Spiegel Online irgendwie darstellt. Ich kannte das alles noch nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich das interessant. Da habe ich mal ein bisschen reingelesen. Und zwar geht es darum, um das Thema, oder es geht an sich um das Thema Erholung. Und wie man halt diese Erholung hinbekommt, gerade dann, wenn man halt einen sehr stressigen Alltag hat. Und ich glaube, ja, ich glaube, ich kann mal so frech sein und sagen, dass wir alle genauso etwas kennen. Wir alle haben viel Stress, ob jetzt beruflich oder privat oder aus tausend Gründen. Und wir alle kommen eben oft nicht zur Ruhe. Es ist immer so einfach zu sagen,
setz dich einfach hin und chill ein bisschen, guck ein bisschen Film oder ein bisschen Musik und du kommst zur Ruhe. Ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das früher hinbekommen, aber seit dem letzten Sommer, seit meiner Mental Breakdown-Phase, kriege ich das nicht mehr so einfach hin. Heißt also, ich kann noch so viel machen, ich kann mich nicht dazu zwingen, wirklich in dem Sinne eine Art Erholungsmodus zu erleben. Und von daher finde ich es sehr, sehr sinnvoll, dass man sich auch mal mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe das halt dann ins Discord gepostet und ich möchte jetzt nicht genau sagen, was diese Person geschrieben hat, weil das ist ja etwas eben auch Internes. Aber man kann es vielleicht so sagen, es ging so in die Richtung, naja, aber es gehört halt dazu. Heutzutage ist das Leben so, du bist halt mit dem Beruflichen gerade irgendwie extrem beschäftigt, das macht dich fertig, dann kommst du nach Hause und dann hast du halt private Dinge, die das Ganze eben noch erschweren. Und ich habe darunter geschrieben, das stimmt schon, nur sind wir mal ehrlich, das kann noch so viel sein, du kannst noch so viel irgendwie privat, familiär irgendwie um die Ohren haben, wenn du nach Hause kommst, aber du musst irgendwann mal versuchen, trotzdem dies alles in dem Sinne so vielleicht so schwierig erscheint, genau diese Zeiten dir zu suchen, genau diese Momente anzupeilen, dir also ganz gezielt diese Zeit nehmen. Heißt also, wenn du Familienvater bist, und ich bin nicht Familienvater, aber ich habe natürlich schon oft genug sowas mitbekommen oder gehört, dann ist es natürlich ganz schwierig abzuschalten. Nur sind wir mal ehrlich, ein gestresster Familienvater, der weiß ich nicht, gerade einfach so unruhig ist, der wird vielleicht auch einfach so von der Stimmung her so schwierig gerade sein, dass es vielleicht auch für die Kinder gerade nicht so einfach ist, irgendwie da, ja, damit so richtig klarzukommen. Also ich kann nur sagen, als mein Vater damals, vor einigen Jahren, als ich noch klein war, nach Hause kam, kann ich mich gut daran erinnern, dass der einfach so müde war, dass ich den halt nie, also es ist halt lange her, wie gesagt, ich war da Kind und ich bin ja jetzt alt, das wisst ihr, bald 37, da ist man halt wirklich schon steinalt heutzutage. Aber ja, also in mir ist, glaube ich, nie so richtig der Gedanke aufgekommen, ihn jetzt wirklich mit tausend Sachen zu nerven, weil man es einfach sieht. Und ich finde halt, dass genau so ein Zustand, vielleicht geht das mal eine gewisse Zeit, aber man sollte trotzdem aufpassen. Denn das ist etwas, was glaube ich, also was ich lange Zeit unterschätzt habe. Und ich meine, ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr nicht nochmal diese ollen Kamellen, würde man sagen, hier im Kölner Raum irgendwie wieder aufleben zu lassen. Aber es ist doch letztlich so. Das heißt, man muss darauf achten, dass man mental und von der Psyche ja einfach stabil genug ist. Dass man halt diesen Ausgleich hat. Und in diesem Text bezüglich dieses Podcasts, dieser Ausgabe, steht gut drin, sowas wie, naja, wenn du den ganzen Tag am PC warst, dann ist es nicht gerade vorteilhaft, wenn du abends halt, keine Ahnung, dich dann wieder am PC setzt. Sondern es ist vielleicht besser, wenn du ein bisschen Sport machst oder ein bisschen rausgehst oder so. Nur, und das finde ich halt persönlich schwierig, wann soll man das denn noch machen? So, also wenn ich an meinen Alltag denke, ich gehe um, wann verlasse ich das Haus? Jetzt, wo es ganz kalt ist, teilweise schon so, sag mal, 20 vor 7, fahre ich los und dann bin ich zu Hause gegen, ja, sag mal, so Viertel vor 5, sag mal, von mir aus so 10 vor 5, das heißt 16:50 Uhr, 16:45 Uhr, so in der Dreh. So, dann ist meistens so, dass ich was Kurzes esse und mich dann so 1,5 Stunden, wenn ich wirklich müde bin, hinlege und dann halt nochmal so zwei, naja, in der Regel so 2 bis 3 Stunden arbeite. Und dann ist es halt irgendwie, ja, also wie gesagt, wenn ich um 17 Uhr da bin, im Ganzen ein bisschen was essen und so und hinlegen, dann ist es so gegen 7:30 Uhr, 8:00 Uhr, dann nochmal 2, 3 Stunden arbeiten, sagen wir mal, einfach mal besser zu rechnen, 2 Stunden, haben wir 22 Uhr. Wer macht bitte schon um 22 Uhr abends dann noch Sport? Das ist also für mich persönlich nicht wirklich umzusetzen, wobei ich mir vorgenommen habe, ab ja, nächste Woche vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr bald wieder mit den Übungen anzufangen. Erstmal ist der Gedanke, dass ich heute und morgen ein bisschen Übungen mache. Also erstmal nur am Wochenende, aber es soll eigentlich schon auch mindestens einmal unter der Woche stattfinden. Und
Keine Ahnung, was ich einfach so krass finde, ist, dass genau das, was da gesagt wird, dass ich das persönlich nicht umsetzen kann. Also ich kann mich abends nicht noch um 22 Uhr rausbegeben und dann nochmal eine Stunde laufen oder so. Deswegen habe ich das halt, wenn ich ganz ehrlich bin, halt immer aufs Wochenende verschoben. Und während meiner Recovery Phase, so wie ich sie ja genannt habe, also während der Phase, während ich versucht habe, wieder mental und eben auch körperlich an Kraft zu gewinnen, da bin ich eben samstags und sonntags halt jeweils so, weiß nicht, 1,5 bis 2 Stunden halt spazieren gegangen, beziehungsweise eben auch gejoggt. Und nun habe ich es allerdings so gemacht, man bekommt es ja gerade mit, was mache ich hier? Ich mache in dem Sinne halt samstags den Haushalt, das heißt räume auf, putze ein bisschen und noch ein paar andere Dinge. Und sonntags wiederum versuche ich auf jeden Fall mindestens einmal zu laufen. So, naja, ungefähr 1 Stunde. Früher bin ich 1,5 bis 2 Stunden gelaufen, vielleicht sogar 3 Stunden. Ja, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem, also 1 Stunde ist schon so eigentlich angepeilt. Vielleicht ein bisschen mehr als 1 Stunde, um zumindest das irgendwie sonntags hinzubekommen. Aber ich glaube einfach, es ist egal, wie du es machst. Aber, und ich mag ja dieses Wort seit dem letzten Sommer von müssen nicht mehr. Also dieses, ich muss das tun. Das sage ich nicht mehr. So, ich sage eigentlich nur noch, ich möchte das tun und ich habe vor, dies zu tun. Ja, dieses im Englischen würde zu sagen, I'm going to. Ja, also nicht I will, ich werde auf jeden Fall, sondern I'm going to. Ich plane. Und I gonna do, so nach dem Motto. Gonna, die Abkürzung eben für going to. I gonna do something, so in die Richtung. Und mir ist halt einfach nur wichtig, deswegen in dieser Ausgabe, dass auch ihr vielleicht mal darüber nachdenkt, habt ihr die Möglichkeit, diesen Ausgleich hinzubekommen und vielleicht genau das Konträre zu machen, was ihr in dem Sinne eigentlich vorher gemacht habt? Sprich, ihr wart vorher viel draußen, ihr habt vielleicht euch körperlich betätigt, dass ihr danach erstmal auf die Couch geht, ein bisschen chillt, ein bisschen Musik hört, vielleicht ein bisschen Bücher lesen wollt oder halt Filme schauen, whatever. So. Aber wenn ihr halt am Rechner wart, also wenn ihr sehr viel in dem Sinne halt gerade mit dem Kopf zu tun hattet, dann tut halt vor allem Sport halt extrem gut. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man kann das so pauschal nie sagen. Da ist halt jeder individuell und jeder hat einen individuellen eben Alltag. Nur, was für mich das Wichtigste ist, es geht nicht darum, was du machst, sondern nur, dass du es machst. Dass du also immer versuchst, mindestens vielleicht am Wochenende so eine Art Entspannung hinzubekommen. Allerdings würde ich sagen, niemals zu sehr entspannen. Weil wenn die ganze Woche stressig ist und du dann das Wochenende nur chillst, also wirklich dann gar nichts machst und so, also sprich diesen Alltag nur unter der Woche hast und am Wochenende wirklich so eine Art irgendwie Urlaubsstimmung hast, ich glaube, das ist persönlich auch nicht gut. Deswegen versuche ich halt, diese Mischung hinzubekommen, samstags ein bisschen, ja, ich sag mal, notwendigen Kram zu machen und sonntags eben dann zur Ruhe zu kommen. Streamen, Podcast aufzunehmen und sonst eben einfach Musik zu hören, Filme zu schauen, Serien zu schauen, keine Ahnung, einfach das zu machen, worauf ich gerade Bock habe und vor allem sonntags abends eben Ruhe zu haben. Und ja, also für mich ist es wirklich gerade im letzten Jahr so gewesen, dass ich, wenn ich nicht draußen spazieren gegangen bin, gerade im Sommer, da konnte man ja gut laufen oder auch im Herbst, da hatte ich diese Erholung irgendwie nicht. Ich hatte nie dieses Gefühl, du kommst wirklich zur Ruhe. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es halt so, ich bin da vielleicht ein komischer Kauz. Von daher, ich habe wirklich nur dieses Gefühl der Erholung dann erlebt, wenn ich eben draußen war. Aber es ist, glaube ich, nicht entscheidend, noch einmal, was man macht. Ob du jetzt drinnen Sport machst, ob du draußen Sport machst, ob du, keine Ahnung, dich mit Freunden triffst, was auch immer. Aber mir ist einfach nur wichtig, das ist vor allem für mich persönlich wichtig, aber ich denke mal auch für euch. Und ich glaube auch, dass dieser Beitrag irgendwie auf Spiegel Online bestimmt einige Aufrufe erzielen wird. Und ich möchte mir persönlich auch diese Ausgaben anhören. Vielleicht gefällt mir der Podcast, dass ich den öfter hören möchte. Weil ich bin ehrlich, ich habe so viele Podcasts gehört, ich höre seit Ewigkeiten gar keine mehr. Kein Stevenio Talks, kein Herrenspielzimmer. Dann, keine Ahnung, ich habe so viel gehört, aber ich höre das gar nicht. Ich nehme halt nur meinen eigenen Podcast auf, also einmal den Hauptpodcast und eben manchmal eben hier Quatsch Personal. Aber ich weiß nicht, ich versuche trotzdem immer zu überlegen, okay,
Wann hast du wirklich diese Zeit, mal zur Ruhe zu kommen? Und bei mir ist es eigentlich vor allem der Freitag. So, und jetzt war es aber allerdings so, also gestern war ja Freitag, da war eigentlich ein Freitag, den ich so nicht kenne, denn freitags nachmittags kann ich eigentlich mal wirklich so ein bisschen entspannen. Aber gestern war das gar nicht so, da war ich eigentlich den ganzen Tag nur unterwegs und also gestern waren, ich glaube, mindestens 11 Stunden Arbeit im Ganzen und das ist halt echt heftig. So. Und von daher, für mich ist der Freitag halt so ein bisschen diese Möglichkeit zum Erholen. Dann kommen wir halt so ins Wochenende rein, dann hast du halt Samstag, wie gesagt, so ein bisschen so, naja, wie soll man sagen, ein bisschen nervige Aufgaben zu erledigen und dann kannst du am Sonntag halt wirklich mal ganz zur Ruhe kommen. Aber ja, mir ist aber nur wichtig, dass man genau darüber nachdenkt, dass man einfach nicht sagt, ich meine, ich verstehe diese Aussage wie, ja gut, es ist halt so, da muss man mit leben. Aber ich finde halt, dass dieses, da muss man mit leben, das geht ja genau in diese Richtung, dieses Whataboutism, sagt im Motto. Also Whataboutism. Ja, man kennt das ja irgendwie. Ja, wenn du darüber redest, dann musst du aber darüber reden und was ist mit denen und keine Ahnung. Zum Beispiel immer die Frage, was ist denn härter? Die Arbeit irgendwie zum Beispiel als Lehrer oder die Arbeit irgendwie, keine Ahnung, in Stollen, also in so einem Bergwerk oder keine Ahnung. Ich finde, das kann man halt nie so pauschal sagen. Und ich mag es nicht, etwas wirklich gleichsetzen zu wollen. Ich finde halt, es ist immer individuell und wie der Körper und vor allem das Mentale, die Psyche in dem damit klarkommt. Und du kannst halt auf dem Bau arbeiten und kannst trotzdem überhaupt kein Problem mit haben, aber wenn du halt etwas hast, was, weiß nicht, in Richtung am Rechner sitzen oder so in diese Richtung geht, dann kann das für dich genau oder mehr Stress darstellen als diese körperliche Arbeit. Das ist halt einfach, je nachdem, wie man das über Jahre erlebt hat, was man in dem Sinne auch gelernt hat. Das ist total unterschiedlich. Jede Form von Stress kann komplett individuell ausfallen. Mir ist einfach nur wichtig, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist, dass man das nicht wegschiebt, dass man nicht sagt, ja, keine Ahnung, Stress kann ich ab. Ja, und das Interessante ist halt eben, das habe ich auch gar nicht so gewusst, ist, dass Stress exponentiell wahrgenommen werden kann. Das heißt, am Anfang kommt dir vielleicht 1 Stunde Stress gar nicht so krass vor. Und dann hast du aber 2 Stunden Stress und denkst du so, ja, okay, dann 2 Stunden, also es ist ja ungefähr doppelt so viel, wie es vorher war. Nein, es ist eben exponentiell. Das heißt, wir nehmen es ganz, ganz viel krasser wahr. Und das ist eine Tatsache, da sollte man definitiv mal drüber nachdenken, weil ich glaube, die ist nicht jedem bewusst. Mir war es auch nicht bewusst. Wenn das also exponentiell ist, heißt es also, je länger so etwas verläuft, je länger dieser Ablauf, ja, also dieser stressige Ablauf eben ist, je öfter du unter der Woche und über Wochen, vielleicht sogar Monate, vielleicht sogar Jahre dies erlebst, desto schlimmer wirst du das wahrnehmen. Und ich weiß, einige erwarten jetzt, dass ich das sage, aber ich sage das jetzt nicht. Aber ihr wisst, welche Person eben auch einen sehr stressigen Alltag hatte. Und ich habe eben auch gesagt, ja, dann muss man irgendwann mit der Zeit eben lernen, damit klarzukommen. Aber die Frage ist eben, ist das denn wirklich so einfach? Also ich persönlich glaube, es ist eben nicht so einfach, aber auf der anderen Seite, was willst du denn machen? Ich habe einen sehr guten Arbeitskollegen, einen richtig netten. Das Einzige, was mit dem falsch ist, der ist Fan von der falschen Fraktion, so nach dem Motto. Also sprich, ich bin Gladbach-Fan, er ist Köln-Fan. Aber der hat mir einfach mal so einen richtig, auf Kölsch, so einen richtig geilen Satz rausgegangen, nach dem Motto, Tobi, ganz ehrlich, am Ende interessiert es nicht, wenn wir da liegen, liegen wir da. Und das ist das, was ich Mitte letzten Jahres gesagt habe. Genau das habe ich gesagt. Wenn wir am Sterbebett liegen, so auf dem Sterbebett, dann und über unser Leben nachdenken, so in der Retrospektive, ist es dann wirklich entscheidend, welchen Job wir hatten, wie viel Geld wir hatten, was für ein Auto wir hatten, was für Reisen wir gemacht haben, was für ein PC wir hatten, welche Games wir gezockt haben. Das ist doch alles am Ende nicht entscheidend. Entscheidend ist einfach nur, dass wir sagen können, unser Leben, so wie wir es erlebt haben, war eben lebenswert. Wir haben es halt nicht vergeudet. Und eben beim Friseur habe ich auch so den Spruch gehört, den ich sehr interessant finde. Ja, ich hätte noch mehr arbeiten können, aber ganz ehrlich, mir ist einfach mein Privatleben oder meine private Freizeit und so einfach langsam wichtiger, als ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass das, so blöd das klingt, das wird die Zukunft ausmachen.
Wir können alle bestimmt, wenn wir wollen, noch mehr verdienen und noch mehr arbeiten. Wir können das und das und das und das machen. Allerdings sollten wir auch mal wirklich uns der Tatsache bewusst sein, was das bedeutet. Die nächsten Jahre werden nicht einfacher. Wir haben weiterhin den Ukraine-Krieg. Man darf nicht vergessen, dass sich das weiter zuspitzen kann. Ja, erstmal sind es gerade Panzer. Dann geht es um jetzt Kampfjets. Was kommt dann? Kommen irgendwelche Soldaten bald? Von daher, das wird halt nicht einfach. Die Inflationsgeschichte, da müssen wir auch mal abwarten. Energiepreise. Also von daher, die nächsten Jahre werden nicht rosiger werden. Und Corona hat uns doch gezeigt, dass wir eben vor allem, wenn wir doch das Gefühl haben, dass wir nicht so leben können, wie wir das eigentlich über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte uns bewusst waren oder es zumindest so gefühlt haben, dass das etwas mit unserem Leben und unserer Psyche eben machen kann. Ich möchte es nicht ansprechen, dass gerade Kinder irgendwie darunter gelitten haben, die eben nicht lange, eben lange Zeit in die Schule gehen konnten und so. Das meine ich gar nicht. Das wissen wir alle. Das ist ja auch belegt. Ich meine einfach nur, die nächsten Jahre werden nicht einfacher. Und wenn wir nicht, und da nehme ich mich überhaupt nicht raus, wenn wir nicht verstehen, dass diese Erholungsphase notwendig ist, dann werden wir auf kurz oder lang genau das erleben, was ich letzten Sommer erlebt habe. Wir werden irgendwann Panikattacken bekommen oder irgendwann einfach das Gefühl haben, wir sind ausgebrannt, wir können nicht mehr, wir sind durch. Ich sage ja immer so aus Spaß, ich bin durch, aber nein, scheiße nochmal, am 23. Dezember, ja, 23. Dezember nachts war ich durch und auch gestern Abend war ich durch. Ich war wirklich richtig, richtig kaputt. Obwohl das eine Woche war, die eigentlich gar nicht so anstrengend war, aber ich habe sie als so anstrengend eben erfunden. Nicht erfunden, sondern eben empfunden. Das merkt ihr auch, dass ich jemand wirklich schlechter reden kann als sonst eigentlich, weil ich wirklich noch ganz schön müde bin. Und von daher, mir ist einfach nur wichtig, denkt darüber nach, wie ihr Ausgleich schaffen könnt. Für euch selbst, für eure Mitmenschen, für die Menschen, die ihr liebt, für eure Familie, für eure Freunde und für eben auch für die Gesellschaft. Denn wir sind nur dann gut genug für die Gesellschaft, wenn wir eben auch stark genug sein können. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was habe ich letztes Jahr gedacht, was ich kann? Ja, ich bin stark genug. Ich bekomme diesen ganzen Stress einfach ohne Probleme hin. Nein, ob das jetzt Corona-bedingt war oder ob das mehrere Gründe hatte, am Ende war entscheidend, ich habe es nicht hinbekommen. Ich bin mental einfach zusammengefallen. Und ich habe mich ja nicht umsonst rausgekämpft, muss man ja wirklich sagen, um in diesem Jahr genau diese Fehler nochmal zu machen. Ob ich jetzt nochmal Corona bekommen sollte oder nicht, ist nicht entscheidend. Ich habe da keine Angst vor. Entscheidend ist halt einfach, dass ich gemerkt habe, du musst, ob du es willst oder nicht, du musst versuchen, den Alltag, also wirklich so eine Art Alltag zu haben, aber dann eben auch so eine Art Gegenpol. Alltag, der stressige Alltag, von mir aus auch der schöne Alltag, aber eben der Alltag. Und auf der anderen Seite irgendwie nicht dieses Urlaubsmäßige, sondern etwas, was halt Ausgleich schafft, was einem aber trotzdem ganz klar macht, es ist gerade kein Urlaub. Wir können jetzt nicht komplett uns fallen lassen, weil sonst wird der Montag dann umso schwieriger. Von daher versuchen wir so ein bisschen die Luft rauszunehmen, ein bisschen Kraft zu sammeln, damit es nächste Woche halt wieder ohne Probleme weiterläuft. Und ich weiß nicht, ich finde, wir sollten vielleicht alle mal nicht nur in diesen Podcast reinhören, sondern vielleicht auch mal uns mehr mit diesem Thema beschäftigen. Mir war das nicht so bewusst, aber ich habe mir vorgenommen, diesen Podcast mal anzuhören. Vielleicht kann ich auch in Zukunft da öfter drüber sprechen. Ich glaube, es gibt viele dieser Podcasts, die genau das in dem Sinne zum Thema haben. Ich glaube, das wird etwas sein, was für die Zukunft entscheidend ist, nämlich wie können wir es hinbekommen, dass wir trotz stressigem Alltag unser Leben als schön, als, ich sag mal, erstrahlend wahrnehmen können. Denn ihr wisst es ja, Quatschfabrik hat eben einen dritten Slogan, neben keiner kennt die Zukunft und es ist nicht entscheidend, was war, was ist, sondern einzig, was sein wird. Und da geht es eben darum, nur wer die Dunkelheit kennt, wird das wahrhafte Licht im Leben spüren, so in die Richtung. Das heißt, es ist mir immer noch wichtig und das sage ich mir teilweise jeden Moment, so blöd man sich das vielleicht irgendwie auch vorstellen mag, aber auch eben wieder hatte ich so eine Situation, wo ich dachte, boah, ich würde am liebsten durchdrehen. Ich sage zu mir, Tobi, fahr runter, es bringt nichts, da ich will die Situation nicht besser. Und ich versuche mich dann wirklich zu beruhigen. Weil ich weiß, auch beim Autofahren, da hast du halt so viele Idioten, die einfach überhaupt keine Rücksicht nehmen, die, wenn du genauso fahren würdest, dann wird es jedes Mal zum Unfall kommen. Aber ich denke mal einfach jedes Mal, egal was ist es nicht wert.
Weil noch einmal, am Ende ist nicht entscheidend, was wir alles erlebt haben, wenn es nämlich hart auf hart kommt, sondern dass wir das erlebt haben. Dass wir freudige, aber eben auch schwierige Situationen erlebt haben. Aber dass wir sie nun mal erlebt haben. Dass wir gesagt, also dass wir sagen können, wir haben ein lebenswertes Leben geführt. Ja, ein lebensbejahendes Leben. Ich finde, lebensbejahend ist eines der schönsten Wörter überhaupt, weil für mich bedeutet lebensbejahend etwas, überleben ist das eine, irgendwie das Leben hinzubekommen ist das andere, aber richtig lebensbejahend, dass du dich also wirklich über dein Leben freust, auch über die von mir aus schwierigen Momente freust, die zermürbenden Momente, aber dass du halt weißt, die können dazu, dass genau das dazugehört, das Stress und traurige Momente, harte Momente, vielleicht auch depressive Momente, dass es eben zum Leben dazugehört. Aber dass wir trotzdem versuchen, einfach immer diesen einen Schritt zu machen, dieses, ist es das gerade wert, dass ich mich darüber aufrege? Ist es das wert, dass ich jetzt gerade am liebsten durchdrehen würde? Macht mir das gerade das Leben einfacher? Habe ich dann irgendwie was durchgespart? Genau irgendwie, ja, ich könnte jetzt, keine Ahnung, die Person im Straßenverkehr überholen. Dann bin ich halt vielleicht 30 Sekunden schneller an der Ampel. Ist es das gerade wert? Macht uns diese 30 Sekunden aus? Von mir aus ist auf eine längere Strecke gerechnet, macht es diese 5 Minuten? Sind es diese wert, dass man sich so unter Druck setzt, dass man so viel Stress erlebt? Und ich sage so oft, gerade aufgrund des Sommers letzten Jahres, nein, das ist es fucking nochmal einfach nicht wert. Wenn wir nicht verstehen, wenn wir nicht wirklich darüber nachdenken, wie wir einen Ausgleich in unser Leben bekommen können, dann werden wir auf kurz oder lang, von mir aus nicht kurzfristig, mittelfristig, aber vielleicht langfristig, wirklich Probleme bekommen. Und warum sind diese Jobs in letzter Zeit so, dass man immer wieder hört, die Menschen werden zu Alkoholikern, die nehmen Drogen? Ja, das Thema hatte ich so oft im letzten Jahr, es ist doch einfach so, weil viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie sonst ihr Leben handeln können. Ihr Arbeitsleben, ihr Privatleben. Und da ist es halt oft einfacher, dass man versucht, irgendwie sich Stärke zu verleihen, indem man halt irgendwelche Substanzen nimmt, indem man Alkohol trinkt oder was auch immer. Und ich sage halt, bevor das aber irgendwie wirklich der Fall wird, gleich versucht man vorher einfach gezielt darüber nachzudenken, ist es das wert oder kann ich nicht versuchen, runterzufahren, ein bisschen chilliger zu werden, mich weniger aufzuregen und dann einfach versuchen, das Schöne zu sehen. Und ja, das hilft bei mir aktuell sehr, sehr gut. Das habe ich mir versucht, irgendwie im letzten Sommer so selbst beizubringen, so ab ja, Ende Juli oder Mitte Juli. Und immer dann, wenn ich wirklich ausrasten möchte, früher war es halt so, meine Freundin war kurz, war, sag ich mal, ungefähr noch 1 Stunde oder 1,5 Stunden von mir entfernt. Ich wusste, die ist in 1 bis 2 Stunden da. Ich wollte noch die Wohnung aufräumen. Und ich war total gestresst und so, ja, ich muss das und das und das und das noch machen. Aber da habe ich mir immer gesagt, wenn sie da ist, ist alles gut. Von daher bleib doch einfach ruhig. Und das kann ich aktuell nicht sagen, weil ich gerade keine Freunde habe. Aber ich versuche mir einfach klar zu machen, dass ein solcher Zustand für mich nicht gut ist, für mein Umfeld nicht gut ist. Und ob es jetzt so ist oder ob es nächste Woche so ist, nächsten Monat so ist, ich glaube, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir versuchen, wirklich den Druck rauszunehmen. Und von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns mit dem Thema Erholung, mit dem Thema, wie können wir den Druck an sich gezielt rausnehmen, welche Situationen können wir so verändern, welche Rahmenbedingungen können wir so wandeln, dass es uns einfach besser geht. Und ich bleibe dabei, ich stehe dazu. Und ich würde es wieder sagen, wie ich es einer gewissen Person eben gesagt habe, dass wenn dieser gesamte Ablauf, dieser Alltag, wenn der zu stressig ist, aus den und den Gründen, dann muss man einfach riskieren, einen Cut zu machen, einen harten Cut. Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr übel. Und ich weiß, es ist unfassbar anstrengend. Aber wenn du nicht möchtest, dass du irgendwann, so wie ich im letzten Sommer, das Gefühl hast, du läufst gegen eine Wand, weil du anders nicht mehr damit klarkommst, bevor das der Fall ist, bevor es wirklich halt dann, sag ich mal, krankheitsbedingt irgendwie gefährlich wird, dann vorher lieber einen Cut machen, vorher vielleicht umziehen, vorher versuchen, die Rahmenbedingungen, sprich die Arbeitsbedingungen oder die Privatlebensbedingungen, keine Ahnung, einfach die Bedingungen in dem eigenen Leben so zu verändern,
Und zwar bewusst und von mir aus auch mit ganz viel Kraftanstrengung verbunden, damit man weiß, dass es in Zukunft besser wird. Weil ich glaube, sonst wird es für einen selbst, für mich in dem Falle und für meine Mitmenschen einfach unangenehm. Und als letztes Beispiel, dann bin ich auch fertig. Ich glaube, wenn wir wirklich alle darüber nachdenken, dieses Keiner kennt die Zukunft ist eine Aussage, die für mich nicht irgendwie so ein Meme darstellt, sondern es ist eben so. Das habe ich im letzten Jahr so oft gesagt in so vielen Talks. Keiner weiß eben, wie die Zukunft wird. Und warum sollen wir uns jetzt die Gegenwart verbauen? Warum sollen wir uns die Zukunft verbauen? Warum sollen wir uns das Leben, das sowieso schon stressig, hart, zermürbend ist, warum sollen wir uns das noch schwieriger gestalten? Wenn wir es, so hart es auch klingen mag und so viel Anstrengung es eben auch bedarf, wenn wir es eben einfach so lassen. Wenn ich sage, ja, also, keine Ahnung, ich fühle mich total ausgelaugt und ich mache aber eben lange Zeit gar nichts und nehme das so hin, dann habe ich von mir aus mal eine Woche geschafft, einen Monat geschafft, ein halbes Jahr geschafft, aber was ist in einem Jahr? Irgendwann bricht der Körper zusammen. Irgendwann kann auch das Mentale nicht mehr. Und das kann viel schneller gehen, als man denkt. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, dass ich mich nicht mehr kenne. Niemals hätte ich mir das vorstellen können. Aber ja, es ist so gekommen. Und ich glaube, je öfter wir darüber nachdenken, dass genau dieser Zeitpunkt oder dieser, ich sag mal, dieser Turning Point hin zum Schwierigen, hin zum Gefährlichen, dass der bei jedem, egal wie viel Geld wir haben, egal wie gut es uns geht, egal wie viele gute Mitmenschen wir um uns herum haben, sondern dass dieser Zeitpunkt, dieser Turning Point, dieser Tag X, dieser Moment X, wenn wirklich so eine Art Flip passiert, wenn dein mentaler und körperlicher Zustand einfach zusammenbricht, also wenn beide Zustände zusammenbrechen. Ich glaube, dieser Moment kann jeden treffen. Egal wo in der Welt, egal noch einmal mit was für Konditionen man denn so ausgestattet ist. Jeder kann dadurch getroffen werden. Jeder kann dadurch eben auch zu Boden gehen. Und bevor das eben passiert, sollten wir versuchen, genau prophylaktisch in dem Sinne davor eben, ja, Dinge zu machen, die einem gut tun, die einem Kraft geben, die einem zum Strahlen bringen, die einem zum Lachen bringen und die einem einfach nur mal zeigen, dass das wahrhafte Licht im Leben, wenn wir die Dunkelheit eben kennen, dass es da ist, dass wir es eben einfach nur sehen und greifen müssen. Aber es ist da. Du kannst durch die Gegend gehen und dir kann die gesamte Welt wunderschön vorkommen. Aber du kannst eben genau diesen einen Moment haben, dass, obwohl du genau das machst, wie es vorher war, du läufst gemütlich durch die Gegend, all das ist so, wie es immer war, und du nimmst trotzdem deine Welt anders wahr. Du nimmst deine Mitmenschen anders wahr, du nimmst dich anders wahr, und du nimmst einfach alles anders wahr. Und wenn dieser Moment kommt, und ich hatte das ja leider, dann ist das ein verdammt hartes Gefühl, was einen sehr, sehr mitnimmt und sehr zermürben kann. Von daher passt auf euch auf. Das ist kein Tobi irgendwie, bringt so einen Spruch zum Ende hin, sondern ich meine das ernst. Denkt darüber nach, was ich sage. Ob ihr das gut findet, ob ihr es falsch findet, das müsst ihr für euch entscheiden. Aber mir ist einfach nur wichtig und deswegen wirklich dieser schon fast Appell. Leute, denkt darüber nach, was mir mein guter Arbeitskollege gesagt hat. Am Ende ist das alles scheißegal. Am Ende liegen wir da. Aber war unser Leben dann lebenswert oder nicht? Und ich hoffe, wir können dann alle sagen, an diesem Tag, in diesem Moment, ja, fucking normal. Ich habe so gelebt, wie ich leben wollte. Trotz allem Stress, trotz all der zermürbenden, traurigen, depressiven Momente. Es war verdammt nochmal lebenswert. Macht es gut, bis zur nächsten Ausgabe von Quatschbrick Personal. Ciao.